Das Coronavirus ist momentan das Thema, was den Menschen auf der ganzen Welt ziemlich Sorgen bereitet. Plötzlich war das Virus Ende 2019 in China einfach ausgebrochen und bis jetzt sind über 80.000 Menschen in mehr als 30 Ländern erkrankt. Tote gibt es zwar nicht so viele, gerade mal 2.800, und das alles dank der guten medizinischen Versorgung, die heutzutage besteht. Doch nun kommen wir zu etwas Gruseligem. Momentan kursieren auf Social-Media-Plattformen im Internet Ausschnitte eines Buches, das den Ausbruch des Virus vorhersagen soll. Vor 39 Jahren wurde The Eyes of Darkness von Dean Koontz veröffentlicht. Was der Autor darin erwähnt, ist ziemlich erstaunlich und angsteinflößend. Denn in der besagten Passage geht es um einen chinesischen Wissenschaftler, der als Überläufer in die USA über geheime biologische Waffen berichtet. Sie nennen es Wuhan 400, da das Zeug genau dort entwickelt wurde. Eine perfekte Waffe soll sie sein. Weiter heißt es im Buch, dass durch Wuhan 400 eine Krankheit ausbricht, die einer Lungenentzündung ähnelt. Keine bekannte Behandlungsmethode soll helfen und am Ende wird sie sich auf der ganzen Welt ausbreiten. Kommt dem Coronavirus ziemlich nah, findet ihr nicht? Die Krankheit wird sehr schnell verschwinden, doch 10 Jahre später ein weiteres Mal auftauchen, bevor sie dann komplett ausgemerzt wird. Der Unterschied zum Coronavirus besteht im Buch darin, dass die Krankheit eine Inkubationszeit von 4 Stunden hat und innerhalb von 24 Stunden nach Ausbruch tödlich ist. Alle Menschen, die davon betroffen sind, sterben. Was denkt ihr? Hat der Autor die Krankheit vorhergesagt? Oder war es nur Zufall? Eines ist aber sicher, sollte die Krankheit Länder befallen, in denen eine schlechte medizinische Versorgung herrscht, so wird es noch viel mehr Tote geben. Hoffen wir mal das Beste. Demnächst möchte ich gerne ein Video machen, bei dem ich eure Hilfe brauche. Ihr müsst entscheiden. Zum einen habt ihr die Auswahl zwischen koreanischen Legenden oder indischen. Ihr könnt oben rechts auf die eingeblendete Infokarte klicken und dann bei der Abstimmung mitmachen. Bis zum nächsten Mal.